Hallo ihr Lieben, heute gibt es die Märchenstunde, Teil Nummer 7 von Bye Bye Beauty. Ich finde es toll, dass es doch so viele Zuhörerinnen gibt. Also gut, es sind jetzt nicht 1000, aber immerhin so über 200, knapp 300, das ist doch schon mal ein Hausnummer, wenn ich mir vorstelle, bei einer offiziellen Lesung sind das manchmal nur 50 Leute oder 20 Leute, manchmal auch 300 Leute. Aber das ist schon, das ist sehr, sehr schön. Also nehmt euch eine Tasse Tee oder einen Kaffee oder was auch immer, lümmelt euch irgendwo hin gemütlich oder bügelt oder kocht. Meine lieben Zuschauerinnen, die machen ja alles Mögliche. Beim Zuhören ist mir, habe ich in den Kommentaren nachgelesen, die kochen, die bügeln, die putzen. Finde ich klasse, also super. Ich muss leider meine Brille aufsetzen, weil ohne Lesebrille kann ich nichts sehen. Also ich kann nichts sehen, das ist das Blöde. Ich muss die Brille aufsetzen und natürlich habt ihr dann, aber ich gucke ja eh nach unten, habt ihr dann diese Ringe so ein bisschen, aber ich muss das hier ausleuchten, weil es ist draußen dunkel und ich muss das Video jetzt vor Ostern, damit ihr das Ostersonntag sehen und hören könnt, muss ich das jetzt heute abdrehen und dann hochladen, was wahrscheinlich wieder 10 Stunden dauern wird auf YouTube. Das dauert wirklich ewig. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Dann hängt sich die Geschichte auf. Dann kannst du es nochmal neu machen. Ja, ja, alles nicht so einfach. Also, Kapitel Mann und Frau, was nun? Wie um alles in der Welt sollte es denn nun weitergehen? Sie konnten ja nicht stundenlang im Taxi herumgurken. Plötzlich seine Frage, kommst du mit mir? Erstaunt über seine klaren Worte, brachte Jenny zunächst keinen Ton heraus. Andererseits hätte der abgedroschene Satz, ob sie denn noch mit rauf auf einen Kaffee käme, auch keinen Unterschied gemacht. So war es eine klare Frage und Jenny hatte Ja gesagt. Vom Ritz-Carlton stiegen sie aus. Er nahm ihre Hand, ging mit ihr durch die beeindruckende Lobby und im Fahrstuhl dann fühlte Jenny diesen Kloß im Hals sitzen. War sie denn völlig übergeschnappt? Sie war in den 40ern und kein Groupie und eine Filmrolle wollte sie auch nicht ergattern. Seit heute Abend allerdings wusste sie definitiv, dass Tom fremd ging. War das nun ihre Rache? Jenny wusste es nicht. Seine Suite, ein imperialer Traum aus dunklem Holz, viel Gold und schweren Teppichen. Diese Tatsache lenkte erst einmal ab und Jenny kam sich vor wie im Denver Clan. Während Vigo eine Flasche Champagner öffnete, trat sie ans Fenster. Berlin aus dieser Perspektive betrachtet, erschien ihr völlig neu. So wie ihr an diesem Abend alles neu und fremd vorkam. War das noch Jenny? Oder betrat sie in ihren neuen Schuhen und dem fast nackt Vorschaukleid ein Terrain, welches sie lieber schnell wieder verlassen sollte? Vigo reichte ihr ein Glas. Sie prosteten sich zu. Auf dich, Jenny. Der eisgekühlte Champagner rann prickelnd durch ihre Kehle. Und er sagte zum Glück nicht solch peinliche Sachen, wie schön sie doch sei, denn das hätte Jenny noch mehr durcheinander gebracht. Allerdings musste sie sich eingestehen, dass sie irgendwie doch eine Art Leichtigkeit verspürte und ihm in diesem Moment alles geglaubt hätte, selbst so etwas Blödes wie, komm, lass uns nach Vegas reiten und die Sonne putzen. Kennt ihr den Satz, komm, lass uns nach Las Vegas reiten, die Sonne putzen? Ihr könnt es mir ja mal schreiben. Jennys Gedanken veranstalten ein Looping. Vigo ein Mann, Jenny eine leicht neurotische Frau. Was tun zwei menschliche Wesen in einem Hotelzimmer mitten in der Nacht? Ganz einfach, entweder sie streiten oder sie lieben sich. Zum Streiten gab es nichts, also könnten sie es tun, genau wie im Film. Zaghaftes Berühren, schüchtern hingehauchte Küsse, bis sie die Leidenschaft miteinander entfachen. Er nimmt sie auf seine starken Arme, trägt sie zum Bett, sie lässt sich schmachtend in die seidenen Kissen fallen. Cut. Sex mit dem Unbekannten. Ist es das, was Frauen und Männer aus der dunkelsten Ecke ihrer Bedürfniswunschkiste hervorholen, wenn sie sich Hals über Kopf auf so ein Abenteuer einlassen? Nichts zu wissen über den anderen, vielleicht gerade mal Name und eventuell Herkunft und die Gewissheit, dass am nächsten Morgen alles vorbei ist. Ist es dieser haltlose Zustand, der sämtliche Hemmungen abfallen lässt? Denn es gibt kein Vorher und kein Nachher, keine Vorwürfe und keine Ängste. Jenny war nervös und wollte nichts versauen. Sie hielt am besten die Klappe und dann, als seine Lippen ihren Nacken liebkosten, fühlte sie sich wachgeküsst. Die Flugzeuge in ihrem Bauch sollten weiterfliegen. Auch sie hatte das Recht auf etwas Surreales und in ihr tobte eine innere Revolution gegen die bestehende Moral. Sie dachte,
Wenn man immer genau weiß, wo es hingeht, verpasst man doch die Chance, ganz woanders anzukommen. Und jetzt, mit seinen Händen auf ihrem immer noch flachen Bauch, die sie so unglaublich festhielten, war der Knoten geplatzt. Jenny fühlte sich als begehrenswerte Frau und zierte und zickte nicht herum, nur damit er noch mehr beweisen musste. Sie drehte sich zu ihm um und sie taten das Intimste, was zwei Menschen miteinander tun können. Kurz dachte Jenny daran, dass er bestimmt schon tausende Frauen so geküsst hatte. Und dennoch waren ihr in diesem Moment der nicht mehr so knackige Körper, die nicht so üppigen Brüste oder etwa ihre Falten total egal. Es zählte nur das gegenseitige Begehren und Verlangen und wie er sie begehrte, wo er doch jede haben konnte. Aber er wollte sie, heute Nacht zumindest, dachte Jenny und ließ sich auf der Welle des Glücks ganz nach oben treiben. Sie fühlte keine Fremdheit oder Scheu, als sich ihre Körper vereinten und sie gemeinsam, ohne sich abzusprechen, den Höhepunkt entgegensteuerten. Einzig und allein ihre Blicke bestimmten das Tempo. Als der Sturm sich etwas gelegt hatte und sie allmählich wieder festen Boden unter den Füßen spürte, wurde Jenny klar, dass nur eine einzige Begegnung mit einem Menschen dazu führen konnte, dass sich alles veränderte. Nicht unbedingt für die Außenwelt sichtbar, aber für einen selbst. Das war unglaublich, sagte er, nahm sie in die Arme und küsste sie wieder und wieder. Ja, und gerade weil es so unglaublich war, wollte Jenny jetzt am liebsten verschwinden. Wenn er sie weiter so küsste, würde sie womöglich völlig durchdrehen und die Fragen in ihrem Kopf machten die Situation auch nicht leichter. Würde er aus ihrem Leben genauso schnell wieder verschwinden, wie er in ihr Leben eingefallen war? Sie musste weg von ihm, weg von seiner Wärme, weg von seinem Körper, weg von seinen Küssen. Sie schaute ihn an, streichelte über seine Wange und überlegte. Normalerweise sagten ja Männer diesen berühmten Satz, den keine Frau nach dem Sex hören möchte. Jetzt aber musste Jenny ran. So zärtlich es ging, sagte sie, Vego, ich muss jetzt gehen. Er setzte sich auf. Bist du eine Komikerin? Jenny lachte. Vielleicht. Also, ich möchte, dass du bleibst. Verlegen schaute sie ihn an. Ich will mit dir einschlafen. Jennys Herz machte einen Sprung. War hier irgendwo eine versteckte Kamera? Komm schon, Jenny, leg dich wieder hin. Etwas unbeholfen legte sie sich zu ihm und als sie glaubte, dass dieser Moment nicht zu toppen wäre, zog er sie in der Löffelchenstellung ganz fest an sich. An seinem ruhigen Atem bemerkte Jenny, dass Vego schlief. Doch immer dann, wenn sie sich sanft aus seiner Umarmung lösen wollte, hielt er sie umso fester an sich gepresst. Was sollte sie nur machen? Seite an Seite mit ihm zu erwachen? Unmöglich. Nicht seinetwegen, sondern ihretwegen. Sie wollte ihnen beiden den vielleicht peinlichen Morgen danach ersparen. Jenny mit verschmierter Wimperntusche und zerzausten Haaren, das ging vielleicht mit 20. Genug ist schließlich genug, sie hatten beide ihren Spaß und Ende. Doch dann spürte sie wieder seine Hände und seine Küsse auf ihrer Haut. Im Halbschlaf murmelte er, du riechst so gut. Und Jenny bekam eine Gänsehaut. Verdammt, er war ihr so vertraut, obwohl sie ihn erst Stunden kannte. Das war wirklich surreal. Schließlich schaffte es Jenny doch, sich aus seiner Umarmung herauszulösen. Leise zog sie den String, das Kleid und ihren Pelzmantel über. Die Schuhe in der einen Hand und die andere an der Klinke sah sie noch einmal kurz zum Bett hinüber, in dem ihr Retter lag. Sie seufzte leicht und zog die Tür leise hinter sich zu. Vorm Hotel stand zum Glück ein Taxi bereit. Der Fahrer, so ein Typ haben, die fragte, wohin? Jenny nannte ihre Adresse und überließ sich ihren Gedanken. Orientalische Musik dudelte aus dem Radio vor sich hin und machte sie leicht aggressiv. Irgendwie war das alles zu viel für sie. Gestern erschien die Welt, in der sie lebte, noch einigermaßen strukturiert. Zwar etwas langweilig, aber normal. Heute war alles anders. Sie war eine andere und Tom war schon lange nicht mehr derselbe, den Jenny zu kennen glaubte. All die Jahre, in denen sie voller Überzeugung dachte, dass es gut war, so wie sie lebten und einander liebten, wurden die ehelichen Abnutzungserscheinungen geschickt ins Abseits gedrängt. Und jetzt bekam sie die Quittung, so wie das immer im Leben war. Sie konnte das drehen und wenden, wie sie wollte. Nicht nur, dass Jenny mittlerweile ihren Körper schonungslos sezierte, schlimmer noch, sie empfand sich als Auslaufmodell. Dinge, an die sie früher keine müden Gedanken verschwendet hatte, entpuppten sich plötzlich als lebenswichtig. Und das alles nur, um dazuzugehören, das ist doch lachhaft. Und ihr One-Night-Stand mit Vego warf sie völlig aus dem Gleichgewicht. So etwas hatte sie noch nie getan.
Sie überlegte und schob es auf das Kleid. Das Kleid mit seinem eigenen Willen hatte ihn verführt. Kein Wunder bei dem fast Nacktteil. Dass es auch gleich ein Star sein musste, machte die ganze Sache noch komplizierter. Und Jenny hasste dieses Wort, weil sich heutzutage einfach jeder als Star bezeichnete, selbst wenn er nur bei einer Castingshow auf der Reservebank saß. Vico hingegen war wirklich ein Star. Das sollte er erstmal eine nachmachen, dachte sie leicht übermütig. Ihn begehrten die schönsten Frauen dieser Welt. Wo er auch auftrat, stand er sofort im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Jenny dachte an ihr Gespräch in der Paris-Bar zurück, als er sagte, dass er in keiner festen Beziehung sei. Alles sei im Laufe der Jahre immer anstrengender geworden, waren seine Worte. Anfangs verausgabte man sich immer völlig, kehrte sein Innerstes nach außen, um dann festzustellen, dass die Auserkorene nun doch wieder nicht die richtige war. Und dann, wenn so ein Beziehungsding in die Brüche ging, blieb doch immer auch ein Stück vom Selbst dabei auf der Strecke, betonte er. Und darauf hätte er keine Lust mehr und dass er für Hollywood-Verhältnisse sehr zurückgezogen lebte. Was aber nicht hieße, dass in seinem Herzen kein Platz mehr für die Liebe sei. Die Stimme des Taxifahrers brachte Jenny wieder auf den Boden zurück. Das macht dann 45 Euro. Jenny wollte zahlen und bemerkte, dass ihr Abendtäschchen fehlte. Nun hatte sie dieses Teil schon zum zweiten Mal liegen gelassen. Hören Sie, wandte sie sich beim Aussteigen an Hamdi, Sie müssen einen Moment warten, bin gleich wieder da. Hamdi schaute misstrauisch, Sie bekommen Ihr Geld, keine Panik, ja? Die High Heels in der Hand, die Einfahrt entlang rennend, überlegte Jenny, wie sie in ihr Haus kommen sollte. Tom war natürlich noch nicht da, warum auch? Er hatte ja Sex mit Yvette. Sie überlegte. Kurz entschlossen nahm sie einen vor dem Eingang liegenden relativ großen Ostseestein auf und warf damit die Terrassentür ein. Was für eine Metapher. Diese Steine hatten sie und Tom vor Jahren von der Rügener Steilküste mitgeschleppt und heute warf sie mit einem Relikt vergangenen Glücks die Scheiben ein. Das Glas zersplitterte, sie hebelte die Tür auf, hastete in den Flur an ihre Prada, entnahm ihr einen 50-Euro-Schein und rannte zurück. Der Taxifahrer beobachtete das Geschehene und dachte sich bestimmt seinen Teil. Vorsichtshalber hielt er schon mal sein Handy gezückt. Nicht, dass der jetzt noch die Bullen ruft, dachte Jenny außer Atem. Sie klopfte an die Scheibe, Hamdi kurbelte das Fenster ganz herunter und sah sie aus dunklen Augen erstaunt an. Jenny hielt ihm die 50 Euro vor die Nase und sagte, der Rest ist Wartegeld. Drehte sich um und hörte beim Weggehen, wie Hamdi in seinen ungepflegten Bart ein Danke brabbelte. Szenen einer Ehe. Auf dem Weg ins Bad ließ Jenny das Kleid mit dem eigenen Willen an sich herunterfallen, das Höschen ebenfalls. Normalerweise würde sie ihre Sachen nicht so achtlos herumliegen lassen, jetzt aber stand ihr nicht der Sinn nach Ordnung. Eher nach einer heißen Dusche. Mit geschlossenen Augen und wundgeküssten Lippen ließ Jenny das Wasser auf sich herabprasseln. Der Wahnsinn hatte sie gepackt. Alle guten Geister mussten sie in den letzten Stunden verlassen haben. Und jetzt kam der Katzenjammer. Sie dachte an Hannah, wie sie ihr immer farbenfroh vom zügellosen Sex mit einem Unbekannten berichtet hatte. Damals rang sich Jenny für Hannas Eskapaden gerade mal ein müdes Lächeln ab. Und jetzt, naja, immerhin konnte Jenny nun mitreden. Obwohl das mit Vico, das war nicht nur toller Sex, rein körperlich gesehen natürlich schon. Ansonsten war das Leidenschaft mit ganz viel Leidenschaft obendrauf. Mit einem gedanklichen Wisch und Weg fegte sie die Gefühle fort und konzentrierte sich lieber auf Tom, diesen Mistkerl. Allein seinetwegen hatte sich Jenny wie eine Pubertierende aufgeführt. Angefangen hatte es mit der Suche nach dem passenden Kleid. Dann war sie in der Hoffnung, dass er überwältigt von ihr sein würde, auf dieser Veranstaltung aufgekreuzt. Und nun saß sie im Schlamassel. Überwältigt war er in der Tat, allerdings anders als von Jenny erhofft. Sie hatte ihren Mann quasi in flagranti auf dem roten Teppich erwischt und ihre Rolle in seinem Leben war eben nicht mehr die, die sie zu haben glaubte. Juristisch gesehen war sie seine Ehefrau, so selbstverständlich wie ein Möbelstück, welches er ganz nach Belieben hin und her schieben konnte. Ansonsten machte er aber sein Ding. Tom ging fremd und nur er allein wusste, wie lange schon. Jenny fiel einem Star vor die Füße und verbrachte die Nacht mit ihm, begraben der Wunsch, alles sei gut. Völlig übernächtig zog sie nach dem Duschen ihr Kaschmir-Lieblings-Kuschelhauskleid und dicke Socken an. An Schlaf war nicht zu denken. Also trank sie einen doppelten Espresso, setzte sich an den großen Küchentisch und wartete auf Tom. Irgendwann musste er ihr eintrudeln. Sie fuhr sich mit dem Zeigefinger über die noch brennenden Lippen und dachte an Vicos Küsse. Jenny hatte etwas erlebt, was sie gar nicht hätte erleben dürfen. »Was heißt hier nicht dürfen?« sprach sie laut aus. Tom schien mit derartigen Gefühlen schon länger vertraut zu sein. »Wieso mache ich mir eigentlich Vorwürfe?« »Gleiches Recht für alle«, verteidigte Jenny ihr schlechtes Gewissen. Sie hörte Schritte und nahm schnell den Handtuchturban ab.
Tom kam in die Küche mit einem Blumenstrauß in der Hand. Er hielt ihr das Teil vor die Nase. Jenny legte die in Klarsichtfolie eingepackten Blumen auf das rustikale Spülbecken und dachte, ich hasse Nelken. Das müsste er doch wissen. Da sie nichts weiter sagte, knallte er die bildliche Morgenzeitung auf den Tisch und fragte, ist bei uns eingebrochen worden? Die Scheibe habe ich eingeschlagen. Tom starrte sie ungläubig an. Wie jetzt? Naja, ich hatte keinen Schlüssel. Egal, hier, lies. Amerikanischer Superstar flüchtet mit einer Unbekannten. Schönes Foto, sagte sie überhaupt nicht peinlich berührt. Sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, hm? Jenny ließ ihn weiterreden. Also, als du mit diesem Viggo Andersen abgehauen bist, hat irgendein Fotograf diesen Schnappschuss von euch gemacht. Und jetzt habe ich die Presse am Hals. Wieso? Das fragst du ganz einfach. Der Star des Abends ist mit meiner Frau verschwunden. Tja, das hatte ich mir auch anders vorgestellt. Wo bist denn du mit ihm eigentlich hingegangen? Erstens, Tom, mit der Presse kommst du schon klar. Und zweitens, niemand weiß, dass ich deine Frau bin. Na, du machst es dir ja ganz einfach. Ich? Alle dachten, dass diese Barbie zu dir gehört. Die Presse hat überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Was ist dein Problem? Jenny, du hast dich wie ein Elefant im Porzellanladen benommen und ich habe jetzt die Reinigungskosten der versauten Abendkleider am Hals. Och, das tut mir aber leid, sagte Jenny leicht zynisch. Sorry, Schatz, dass ich mich nicht professionell genug im Griff hatte. Wie ist das eigentlich passiert? Hattest du irgendwie einen Schwächeanfall oder was? Jenny konnte es nicht fassen. Kein Anflug von Reue. Stattdessen eröffnete Tom angriffslustig die Diskussion. Und zwar ziemlich heftig. Sie riss sich zusammen und sagte, naja, der Teller ist mir vor lauter Schreck aus der Hand gefallen, als ich dich Arm in Arm mit dieser Acryl-Lady auf mich zukommen sah. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Fing Jenny plötzlich an zu schreien. Ich sage es dir, beschissen habe ich mich gefühlt. Ja, so richtig beschissen. Und Viggo hat zum Glück die Situation gerettet. Du kannst ihm eigentlich dankbar sein, dass er sich so rührend um mich gekümmert hat. Tom lief in der Küche auf und ab, rührend. Also ich glaube, dass wir ein ganz anderes Problem als irgendwelche Reinigungskosten haben. Er blieb stehen und sah sie kurz an. Gut, lass uns reden. Jenny nickte und begann. Weißt du, wochenlang hast du mich hier sitzen lassen und ich wollte dich überraschen. Tom schüttelte den Kopf und sagte nur, scheiße, scheiße, scheiße. Jenny redete weiter. Als ich dich mit dieser, dabei machte sie so eine abfällige Handbewegung, mit dieser Frau sah, ach, was rede ich eigentlich, sehr froh, dass ich dir keine Zähne gemacht habe. Verdient hättest du es. Weißt du, du bist wirklich ein Schwein. Glaub mir, es tut mir wahnsinnig leid, dass du es so erfahren musstest. Die Ironie seiner Worte brachte Jennys Blut in Ballung. Ihr wurde plötzlich wieder heiß und sie sagte mehr zu sich selbst, ich konnte ja nicht ahnen, dass du mit deiner Geliebten unterwegs bist. Mensch, Jenny, was soll ich sagen? Das ist unterste Schublade, ich weiß. Ja, unterste Schublade. Und überhaupt, Tom, seit wann stehst du eigentlich auf Silikontitten? Er zuckte mit den Schultern. Tun das nicht alle? Fassungslos sah sie ihn an. Ich war so dumm. Dabei hätte ich es doch merken müssen. Na, was hättest du merken müssen? Ach, jetzt frag nicht so. Hast du vergessen, wie du dich gewunden hast, nur um mir diese Veranstaltung auszureden? Sogar eine Reise nach Paris hast du aus dem Hut gezaubert. Also, ich versuch's dir zu erklären, ja? Nur zu, sagte Jenny und malte mit den Fingern Kreise auf den Tisch. Also, als du mich vorgestern mit deiner neuen, revolutionären Lebensphilosophie begeistern wolltest, bekam ich die Krise. Du warst irgendwie so süß und ich wusste, dass ich dich enttäuschen werde. Ach so, und deshalb die Nelken. Naja, ein Zeichen meines schlechten Gewissens, würde ich sagen. Das war also ihr Tom. Der glaubte, das Mitbringen eines Tut-mir-leid-Blumenstraußes von der Tankstelle würde sie milder stimmen. Es kam noch schlimmer. Jetzt ging es erst richtig zur Sache. Jenny, also was ich dir jetzt sage, wird dir nicht gefallen. Ich bin ein Scheißkerl und habe dein Vertrauen gnadenlos missbraucht. Die Frau, mit der du mich gestern Abend gesehen hast, ist meine Geliebte. Naja, das war nicht zu übersehen. Gab Jenny zurück und spürte ein schmerzhaftes Stechen in der Brust. Naja, und da wir einmal bei der Sache sind, sie ist nicht die erste Frau. Jenny schnitt ihm das Wort ab. Wie, nicht die erste Frau? Was willst du damit sagen? Er räusperte sich und wollte sie anfassen. Jenny hielt ihn auf Abstand. Sag schon. Naja, ich habe mich im Laufe der letzten Jahre auch für andere Frauen interessiert. Du, Moment mal, du meinst so richtig? Jenny stand innerlich schon fast in Flammen. Ihre negativ in Wallung geratenen Hormone spielten ihr keinen Streich. Das war bitterer Ernst. Jenny wiederholte das Unfassbare. Also so richtig mit Sex und so. Er nickte und schaute dabei nur auf den schönen schwarz-weiß gefliesten Küchenboden. Jetzt war es raus. Peinliche Stille erfüllte den Raum.
Jennys Körper verkrampfte sich immer mehr. Sie bekam kaum noch Luft, ging zum Fenster und riss es auf. Großer Gott, was passierte hier gerade? Sie fächelte hektisch mit einem Geschirrtuch nach Luft. Es ging hier nicht nur um einen einmaligen Ausrutscher, es ging um mehr. Tom war plötzlich ihr Feind, der Feind in ihrem Bett, an dessen Seite sie sich bisher jede Nacht zur Ruhe gelegt hatte. Alles erschien ihr wie Verrat. Er war schon lange nicht mehr ihr Mann, ihr Fels in der Brandung. Tom war plötzlich eine Bedrohung, vor der sie sich retten musste. Sie stellte sich in einem Bild vor, ein Strudel, der sie in abgrundtiefes Wasser zog, und Jenny hatte dem starken Sog zunächst nichts entgegenzusetzen. Jegliche Widerstandskraft hatte sie verlassen und am liebsten wäre sie hineingestürzt in dieses unbekannte Etwas. Doch wer würde sie retten? Kein Schwein. Sie war allein und konnte nur hoffen, dass der Schmerz irgendwann verging. Aber noch war es nicht so weit. Tom begann sie mit weiteren Offenbarungen zu quälen. Unverblümt sagte er: »Ich glaube, es ist der Sex.« »Es ist einfach nur der Sex? Was es bei solch einer Sache sein kann, was sollte es sonst sein?« »Warum redest du eigentlich immer von solch einer Sache? Naja, du weißt schon, warum man fremd geht und trotzdem beim Partner bleibt.« »Tom, es reicht. Ich will das nicht hören. Das ist alles eine Katastrophe und bitte lass diese Verallgemeinerungstaktik. Mann geht nicht fremd, sondern du gehst fremd.« »Doch, Jenny, ich muss das loswerden.« »Ach, du musst es loswerden, damit du dich besser fühlst. Und was ist mit mir?« Er hob die Schultern und machte so ein »Sei mir bitte nicht böse, Jungengesicht.« »Was bist du nur für ein Arschloch?« platzte es aus ihr heraus. Ich nehme alle Schuld auf mich.« »Na, davon wird's auch nicht besser. Wir waren doch einmal übereingekommen, dass unsere Ehe nur gut ist, wenn sie für uns beide gut ist, wenn unsere Beziehung lebt und keiner dem anderen etwas wegnimmt.« »Was nehme ich dir denn weg?« fragte sie aufgebracht. »Naja, also meine Freiheit. Ich fühle mich eingeengt.« »Du fühlst dich eingeengt?« kreischte Jenny nun los, und ungewollt glitten sie beide in die unschönen Zähnen einer Ehe hinein. Ihre kleine Welt, die bis gestern noch in Ordnung schien, war ein Hirngespinst. Sie musste sich sein Gefasel über Freiheit anhören, dass sie ihn beraube, was natürlich überhaupt nicht stimmte. Er wollte eigentlich nur ficken, und das nicht nur mit ihr. Gelegentlich vielleicht schon, aber lieber noch wollte er mit anderen Frauen ficken. Das war sein einziges Problem. »Jenny, es tut mir leid, dass ich dir das antue. Nenn es puren Egoismus von mir aus, aber nur so fühle ich mich wieder jung. Schön für dich. Und uns hast du dabei völlig vergessen. Es geht wieder mal nur um dich.« Er räusperte sich. »Das heißt aber nicht, dass ich dich nicht mehr liebe. Ganz im Gegenteil, du bist wunderschön, nur nach über 20 Ehejahren ist ein bisschen, sorry, die Luft raus.« Und bevor Jenny protestieren konnte, redete er von sexueller Gleichheit und darüber, dass er es allerdings lieber nicht wissen wolle, falls sie irgendwann mal einem anderen verfällt. Jenny hielt die Luft an. Konnte er Gedanken lesen? »Also, so wie du hier von sexueller Gleichheit daherredest, Tom, das hat nichts mit meinen Vorstellungen zu tun. Ich will so nicht leben.« »Naja, also das muss ja nicht unbedingt schlecht sein.« »Oh nein, jeden Tag zu vermuten, dass du auf einer anderen gelegen haben könntest, würde mich krank machen. Und dass ich mir mit deiner Erlaubnis auch einen Kerl suchen darf, nur damit du kein schlechtes Gewissen haben musst, ist doch abartig.« Die Nacht mit Vico ließ Jenny mal außen vor. Das war eine einmalige Sache und nicht das eigentliche Problem. Und dann schrie sie plötzlich los. »Du konfrontierst mich mit Dingen, die ich nicht hören will. Behalte deine Abenteuer für dich und außerdem stinkst du.« Tom sah sich herunter. »Wie ich stinke?« »Naja, du stinkst nach einer anderen. Du könntest wenigstens vorher duschen, bevor du hierher kommst.« Verlegen schaute er sie an. »Tut mir leid, aber ich bin glücklich so.« »Ha, dann geht die Schlampenparade also weiter,« fragte sie in der Hoffnung, dass er jetzt das sagen würde, was sie hören wollte. Nämlich, dass alles nur ein Versehen war. Es kam aber nichts dergleichen. Sie sah ihn kopfschüttelnd und voller Verachtung mitten ins Gesicht. »Was ist nur aus dir geworden? Dein Verstand ist dir wirklich in die Hose gerutscht.« Tom wollte weiter einlenken und meinte, dass es nicht an ihr läge, dass er fremd ginge, dass sie keine direkte Schuld träfe. Und Jenny wiederum flippte völlig aus, dass es ja immerhin seine Entscheidung sei, fremd zu gehen, die er ganz allein mit seinem Schwanz treffe. Und Tom argumentierte weiter, dass Sex dazu da sei, die Menschen glücklich zu machen. Das reichte, und Jenny sagte: »Dein ganzes Gerede über Sex interessiert mich nicht. Es ist mir egal, was du fühlst und wie du fühlst und was du alles brauchst und bei mir nicht mehr findest.« »Naja, ich wollte ja nur sagen, meine Liebste, dass unsere Ehe Vorrang hat.« »Daran hättest du früher denken sollen.« Seine plötzliche Ausgeglichenheit brachte Jenny immer mehr auf die Palme. Er trampelte auf ihr herum, sagte Dinge, von denen sie sich wünschte, dass er sie nie ausgesprochen hätte. Alles wuchs ihr über den Kopf, nichts schien mehr unter Kontrolle. »Hör mal, Jenny, also wenn dich diese Sache so unglücklich macht, reden wir erstmal nicht mehr darüber.« Das war seine Art, sich auszudrücken. Tom sprach immer nur von einer Sache. Das machte ihn wohl zu einem besonderen Exemplar von Mann. Für ihn war jetzt die Welt in Ordnung. Er fühlte sich befreit und sagte: »Jenny, ich werde nicht mit einer anderen Frau durchbrennen.«
Ach, mach doch, was du willst. Weißt du, ich brauche deine süße, intelligente Gesellschaft. Und jetzt hören wir mal auf mit diesem Dirty Talk. Oh, nein, 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 halt, stopp. Habe ich das eben richtig verstanden? Du gehst ficken fürs Ego und mich brauchst du für deinen Seelenheil? Ganz ehrlich, Tom, deine polygamen Vorstellungen kannst du vergessen. Naja, also vielleicht findest du hier irgendwann auch Gefallen daran. Wir müssen kein Versteckspiel inszenieren, so wie das andere Paare machen. Jenny sah ihn mit großen Augen an. Niemals, niemals. Deine Selbstherrlichkeit ist nicht zu übertreffen. Ich frag dich jetzt ganz ernsthaft. Was? Du kannst mich alles fragen. Also, du hast also kein Problem damit, wenn wir unsere Genitalien mit anderen Menschen teilen. Naja, also so wie du das ausdrückst, hört sich das so verdammt erwachsen an. Tom, wir sind erwachsen. Okay, du hast recht. Auf die Idee, dass ich dich verlassen könnte, kommst du wohl gar nicht. Jetzt sah er sie zum ersten Mal betreten an. Jenny glaubte zu spüren, dass auch er eine gewisse Angst empfand, dass es enden würde mit ihnen, als er so dastand und ihr die ganze Zeit weiszumachen versuchte, dass es doch bloß der Sex sei, der ihn mit anderen Frauen in die Kiste trieb. Tom, der weltoffene, intelligente, witzige, charmante, macho Frauenflüsterer. Dass andere Frauen Gefallen an ihm fanden, damit musste sie schon immer leben. Vergebene Männer sind das Beuteschema schlechthin. Das ging auch an Jenny nicht vorbei. Tom war das perfekte Objekt der Begierde, an dem sich Frauen messen konnten. Messen in dem Sinne, ob sie besser als die Ehefrau waren und ihn herumkriegten. Er war ein Verführer und beherrschte seine Kunst aus dem Stand heraus. Was Jenny bis dato verborgen geblieben war, war die Tatsache, dass er tatsächlich so weit gehen und diesen Vorzug gnadenlos ausspielen würde. Sicher, nach über 20 Jahren Ehe hatte man vielleicht Gründe zu überlegen, ob es vielleicht aufregendere Frauen als die eigene gab, an deren Seite man aufwachen könnte, dass es lebhaftere Betten gab, in denen man herumturnen konnte und dass man auch ein anderes Leben führen könnte. Auf ihre Frage, wie lange er schon dieses Doppelleben führe, nahm er ihre Hand, schaute ihr in die Augen und sagte, Schatz, das willst du nicht wirklich wissen. Doch, ich will es wissen. Sie riss ihre Hand von ihm los. Los, raus damit. Seit knapp 5 Jahren. Und dann setzte er noch schnell hinzu. Also nicht, dass du das falsch verstehst. Ich habe nicht die ganze Zeit, nur so gelegentlich. Damit hatte Jenny nicht gerechnet. Ihre missbrauchten, verletzten Gefühle kannten nun keine Grenzen mehr. Das Gesicht auf die Knie gepresst, wand sie sich auf dem Küchenstuhl und wippte zur eigenen Beruhigung wie ein Kind dabei. Ich glaube das alles nicht. Ich glaube das alles nicht. Was passiert nur mit uns, wimmerte sie. Also, es muss nicht vorbei sein, versuchte er zu trösten und Jenny begann zu weinen. Ich dachte, du bist nur verstimmt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du dich so weit von mir entfernt hast. Sie sah ihn verheult an. War ich wirklich so blind? Er sagte nichts. Sie war einfach zu vertrauensselig durchs Leben gedümpelt und Tom hatte sich gut verstellt. Es gab immer Dinge, die man dem anderen lieber nicht erzählte. Und Toms Auffassung, dass man die andere Haut streicheln kann, ohne das Bedürfnis zu verspüren, in sie hineinzukriechen oder in sie hineinkriechen zu wollen, erschien Jenny bisher als vernünftige Lebensphilosophie, mit der sie leben konnte. Aber jetzt kam sie sich doch ziemlich verarscht vor. Es ging hier nicht nur um einen spontanen Seitensprung, sondern um 5 verdammte, geklaute Jahre ihres kleinen Lebens. Das war nicht fair. Ihm ging es gut, es war raus. Und er faselte weiter von Liebe und dass man jetzt befreit und ohne Lügen leben konnte. Jenny ging ins Wohnzimmer und legte sich erschöpft aufs Sofa. Sie fühlte sich schwerfällig, wie ein gestrandeter Wal und musste wohl in eine Art Minutenschlaf gefallen sein. Sie spürte Toms Nähe. Sein Gesicht in ihr Haar wühlend flüsterte er, »Dein Haar duftet gut. Riecht nach Frauenhaar.« Sie schlug die Augen auf und sah ihn an. »Jenny, in meinem Herzen gibt es nur dich.« »Ja, warum tust du das dann?« »Naja, weil ich ein Idiot bin und den Verlockungen einfach nicht widerstehen kann.« »Ach, hör auf damit. Weißt du, diese Midlife-Crisis gibt mir den Rest. Nicht auszudenken, wenn sich da unten irgendwann gar nichts mehr regt,« sagte er. »Oh, er denkt nur an seinen Schwanz,« sagte Jenny und setzte sich etwas weg von ihm. Sie wollte nicht, dass er sie berührte. Es gab wohl Frauen, die sich von ihren Männern auf einmal magisch angezogen fühlten, wenn sie plötzlich Gewissheit hatten, dass er eine andere begehrte. Jenny empfand nichts. Und auf seine Frage hin, was denkst du, im Übrigen eine der dümmsten und intimsten Fragen der Welt, die man meist nicht ehrlich beantworten konnte, man sich aber irgendwie etwas Schwachsinniges ausdenken musste, nur um nicht zu verraten, was man wirklich dachte. Also auf diese heikle Frage hin sagte Jenny, Tom, ich mache das Spiel nicht mit. Du hast die Regeln erfunden und uns dabei zerstört. Du hast alles, was wir hatten, zerstört. Das ist nicht dein Ernst, schrie Tom nun los. Doch, ich muss mir Klarheit verschaffen. Das kann ich nur, wenn du gehst. Sei einfach weg. Aber kein Aber. Tom stand auf.
Jenny sah ihm nach, wie er die Treppen zum Schlafzimmer nach oben ging. Kurze Zeit später kam er mit einer Tasche herunter. Jenny, also auch wenn es sich für dich nicht so anfühlt, es ist mir nicht egal, was mit uns passiert. Ich bin kein streunender Hund und ich weiß, wo ich hingehöre. Warum willst du mir einreden, dass alles gut wird? Nichts ist gut oder wird jemals wieder gut sein. Ich bin verletzt, ich bin wütend, ich bin traurig. Das verstehe ich. Lass die Zeit für uns arbeiten. Tom, die beste Zeit haben wir hinter uns und ich will mich nicht in irgendeiner Illusion verlieren. Jenny hatte das Gefühl, dass er überhaupt nicht zuhörte, geschweige denn verstand. Er redete weiter. Ich liebe dich und will dich für den Rest deines Lebens in den Wahnsinn treiben. Dabei lächelte er sie so an, wie sie es liebte. Versteh doch, Tom. Ich habe mich in die Vorstellung von der großen Liebe mit dir verliebt und ich wünschte, du hättest das alles nicht getan, was du getan hast. Wenn ich noch eine Chance bei dir bekomme, würde ich alles anders machen, ruderte er plötzlich zurück. Blödsinn, sagte sie sofort. Würdest du nicht. Du würdest es genau so wieder machen. Können wir nicht einfach so weitermachen, trotz deiner Gründe, warum es nicht geht? Du kommst mir vor wie ein verlorener Junge, voller guter Absichten, aber im Endeffekt wirst du wieder schwach werden und ich habe keine Lust, dich zu teilen. Irgendwie war ihm jetzt der Wind aus den Segeln genommen. Auch wenn Tom alles leid tat, es änderte nichts an der Situation und seinen Vorstellungen. Also, wenn du mich brauchst, sagte er. Soll es jetzt ein Witz sein? Nein, du kannst mich jederzeit anrufen. Ich fahre ins Büro und heute Abend gehe ich in ein Hotel. Gibt's kein Flittchen, was dir Asyl gewährt? Fragte sie böse. Jenny, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben und daran wird sich nichts ändern. Die Frauen, mit denen ich schlafe, das ist so ein Sex mit schlechtem Gewissen Ding. Soll ich dich jetzt noch bedauern? Nein, aber warum erzählst du es mir dann? Weil Männer solche Sachen machen, immer auf der Suche nach dem ultimativen Kick, immer erobern. Und außerdem sagte ich ja schon, ich stecke in einer Findungskrise. Und weiter, ich habe Angst, etwas zu verpassen und könnte am Ende leer ausgehen. Verstehst du? Nö, verstehe ich nicht. Ich weiß nur eins, du liebst andere Muschis und Möpse. Also nochmal, ich versuche sie zu erklären. Du darfst aber nicht lachen. Jenny musste schon im Vorfeld grinsen. Zu vertraut war ihm seine intuitive Art, andere von einer Sache überzeugen zu wollen, von der oder sie überhaupt nicht überzeugt waren. Also, pass auf. Was ich dir jetzt erzähle, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das sind wissenschaftliche Studien über den Geschlechtstrieb der männlichen Säugetiere. Fangen wir jetzt im Tierreich an, oder wie? Ja. Also bei den meisten männlichen Säugetieren musste sich der Sexualtrieb zielstrebig herausbilden, damit sie praktisch unter allen Bedingungen auch in Anwesenheit potenzieller Feinde an jedem Ort zu jeder Zeit konnten. Also bekomme ich jetzt Nachhilfe in Evolutionsgeschichte? Was soll das, Tom? Naja, ich möchte nur noch nicht gehen. Oh, Mensch, Tom, das nervt. Geh bitte. Warte, also hör mir mal zu, ja? Also Männer wollen am liebsten immer und überall Sex haben, im Fahrstuhl, im Flugzeug oder an sonst was für Orten. Dieser Drang ist in unserem Unterbewusstsein fest verankert. Okay, und wo sollen deine Ausführungen jetzt hinführen? Sie stand auf, also wirklich, es reicht, ich habe genug gehört. Jenny, es gibt Studien, die beweisen, gäbe es keine gesellschaftlichen Regeln, wären alle Männer promiskuitiv. Das hieße ungeregelter Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Partnerinnen. Er sah sie bedeutungsvoll an. Und das, liebe Jenny, war von Anbeginn der Menschheit so. Selbst heute gibt es noch Gesellschaftsformen. Och, wir leben aber nicht im Orient und außerdem ist das noch lange keine Entschuldigung dafür, dass du schon jahrelang mit anderen Frauen herummachst, unterbrach sie ihn. Ich weiß, aber mit der Monogamie brachte der biologische Trieb ziemliches Unheil in moderne Beziehungen. Und du hast anscheinend einen angeborenen Widerwillen gegen Monogamie. Ist das jetzt deine Erklärung? Naja, irgendwie schon. Ihr Frauen verfügt einfach über weniger Testosteron. Und? Naja, ihr habt einen wesentlich schwächer ausgeprägten Sexualtrieb. Ihr seid auch weniger aggressiv. Also, sagte Jenny, ich fasse zusammen. Laut genialer Forschungsergebnisse ist bei Männern alles hormonell gesteuert. Naja, irgendwie schon. Also ich wollte nur erklären, warum Männer fremdgehen. Tom, mich interessieren nicht irgendwelche Männer. Du hast mich jahrelang belogen und betrogen. Und glaube mir, das gefällt keiner Frau. Naja, du hast recht, ich bin ein egoistisches Schwein, du hast recht. Weißt du was? Dann hol dir die Dinge, die du liebst und gestalte dir dein Leben neu. Und dann? Sorry, Schatz, aber nur so fühle ich mich lebendig, obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist. Tom, es gibt kein richtig oder falsch, nur die Konsequenz unseres Handelns, wie du siehst. Tom sagte, ich war mal erwachsen.
Aber ich habe mich irgendwie zurückentwickelt. Stimmt, du benimmst dich wie ein schwanzgesteuerter Teenager. Ihre berechtigten Vorwürfe einfach ignorierend, redete er weiter. Weißt du, bei uns fehlte diese spontane Lust aufeinander. Versteh doch dieses Ich-will-dich-im-Hier-und-Jetzt-Gefühl. Unser Sex, der war so abgesteckt, schön und gut, wir hatten Spaß miteinander, aber eben nicht mehr so wie früher. Wir sind schon seit 22 Jahren miteinander verheiratet, Tom. Leidenschaft nutzt sich nun mal ab. Ich weiß. Na bitte. Du fängst also immer wieder von vorne an. Es ist so, dass ich nie lange mit einer zusammen bin. Aha. Und wieder rollte diese Hitzewelle an. Nach einer gewissen Zeit wollen die mehr und reden dann von Liebe und so. Und ich mag diesen Ausdruck bei anderen Frauen nicht. Warum nicht? Naja, du bist eine Frau, die man lieben kann. Jenny verzog spöttisch den Mund. Dafür kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Komm schon, Jenny, unser Humor ist legendär. Reicht aber nicht aus, du wolltest auf einmal alles. Bekanntlich sind Frauen ja der primäre Markt für Hoffnungen. Das Prinzip funktionierte wie eine Droge und Jenny beschloss, dass sie diese unbedingt absetzen wollte. Weg mit dem Anker der Vergangenheit, bloß nichts mehr festhalten, um endlich das zu werden, was sie eigentlich sein wollte. Sollten doch die Barbies mit ihren Acrylnägeln ran. Deshalb sagte sie bestimmt, ich will auch Spaß. Ich will auch guten Sex, ich will auch Komplimente. Mach, was du willst. Und so toll bist du nun auch wieder nicht. Du langweilst mich nur noch. Tom sah sie erschrocken an. Damit hatte er nicht gerechnet. Es dauerte eine kleine Weile, bis er Jennys Worte verinnerlicht hatte. Dass sie auch Sehnsüchte in sich trug und er in dieser Hinsicht jämmerlich versagt zu haben schien, hatte er in seiner grenzenlosen Selbstverliebtheit völlig vergessen. Ein Egoist, der ohne Gegenspieler mit seinem Anpfiff in seiner eigenen Arena spielte. Jetzt gab es einen Gegenspieler. Ab sofort wollte Jenny die Regeln bestimmen, wie das genau aussehen sollte. Davon hatte sie noch keine Ahnung. Es ging alles viel zu schnell und seit dem gestrigen Abend fiel Jenny von einer Ohnmacht in die andere. Sie sagte bestimmt, Tom, geh jetzt bitte, ich möchte einfach nur noch allein sein. Unschlüssig, in dieser Situation auch nur annähernd das Richtige zu tun, stand er noch einfältig mit seiner Tasche im Zimmer herum und machte doch erste Anstalten zu gehen. Bevor er gänzlich aus ihrem Blickfeld verschwand, drehte er sich noch einmal zu ihr und sagte, übrigens Jenny, du hast einen wundervollen Arsch. Dabei machte er dieses verliebte Tom-Gesicht. Was? Erinnerst du dich an unser letztes Mal? Ja, was soll das jetzt? Also, als du mir deine angebliche Zellulite gezeigt hast. Jenny musste lachen. Vergiss die Zellulite. Er ist wundervoll. Was für ein Abgang. Sie standen vor den Scherben ihrer Ehe und er machte Komplimente über ihren Arsch. Verschwinde. Raus jetzt, rief sie wieder, nahm die noch vom Vorabend auf dem Tisch stehende Champagnerflasche auf und warf sie in seine Richtung. Hey, ich hab nicht mal den Shampoo ausgetrunken. Jenny hob irritiert den Kopf. Ist er auch so gut, wie er schauspielert? Fragte Tom. Viel besser. Verdammt, ich könnte ihm die Fresse polieren. Nicht doch, Tom. Die darauffolgende kurze Stille deutete Jenny so, dass es ihr gelungen war, Tom zu verletzen. Volltreffer. Ein direkter Angriff auf seine Männlichkeit und automatisch ging er nun in Konkurrenz. Jetzt konnte er mal sehen, wie sich das anfühlte, dachte Jenny und wusste im selben Moment nicht, ob sie nun lachen oder traurig sein sollte. Was soll's? Ich mach's wie Scarlett. Verschiebe es auf morgen. Morgen ist auch noch ein Tag. Tom war verschwunden. Ihre Gedanken rissen ab. Es klingelte. Jenny rappelte sich auf, ging zur Tür und rief im Gehen. Och, was willst du denn noch? So. Ihr Lieben. Jetzt nehme ich mal die Brille ab. Das war's jetzt. Für heute. Ja, also wahrscheinlich, also die beiden sind ein sehr humorvolles Paar und die gehen sehr, ja, wie gehen die miteinander um? Also sehr erwachsen, also jetzt natürlich ist sie verletzt und auch eifersüchtig, aber das ist jetzt nicht, wie man das so kennt. Was, oh Gott, der hat mich betrogen, dieses Schwein, also sie reden noch, also sie haben das noch drauf, sehr intelligente Sätze miteinander auszutauschen. Wir tauchen jetzt in die Geschichte ein bisschen tiefer ein, also um diese... was zwischen den beiden passiert und wie jeder damit so umgeht, also wie die Jenny damit umgeht, wie der Tom damit umgeht und nun kommen ja auch noch andere Leute mit ins Spiel. Und ja, ich wünsche euch einen tollen Sonntag und wir sehen uns ja bald wieder, ne? Ciao.